Chris, man sieht, dass ich nackig bin, Alter. Heute war die Besitzerin dran. Boah, der hat es mir richtig gegeben. Kleinen Gaylords mit einer Zahnspange. Und dann hat mein T-Shirt hochgezogen, meinen Bauch angefasst. Vor ihm gerade haben die 50 Watt gekostet bei einer anderen Dame. Irgendwie auch einen sehr hübschen Herrn, der wie eine Frau ist und der alle hier einlädt. Der sieht männlich aus als ich. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 4. Sieht man, dass ich nackig bin? Scheiße, ja. Sieht man. Chris, man sieht, dass ich nackig bin, Alter. Ist egal. Ist jetzt so. Jetzt kann ich die Kamera aber auch nicht umdrehen, weil vor mir ein Spiegel ist. Bei mir gibt es jetzt noch eine Routine. Ich mache jetzt nämlich auf dem Weg gleich ins Gym. Und dazu esse ich gleich. Und ich zeige, was ich jetzt zu essen habe als Pre-Workout. Eine Dose. Zweite Dose. Dritte Dose. Zwei Packungen oder zweimal Süßkartoffeln. Hier einmal und hier einmal. Und hier als Premium Hack Minced Low Fat. Also Tatar im Prinzip mit 600 Gramm Süßkartoffeln. Das ist jetzt vorm Training. Das baller ich mir jetzt vorm Training rein. Mein Reis ist dann noch nicht da. Das kommt immer, also meine Meals kommen erst einmal kurz vor 12. Und ich wollte halt einfach früher ins Gym. Deswegen baller ich mir Süßkartoffeln mit Hackfleisch als Pre-Workout. Meal. Naja, jedenfalls jetzt erstmal kurz noch 10 Minuten 15 entspannen. Ja, Entschuldigung, dann mache ich alles fertig und dann geht's ab ins Gym. Ich freue mich schon, denn es ist ungewohnt, wenn man mal 2 Tage trainiert, ein Tag Pause, 2-1, 2-1, 2-1, auch optimal eigentlich. Also es ist optimal, ist auch in Ordnung so. Nur durch meine 2 Armtage habe ich halt immer 2-1, 3-1, 2-1, 3-1 den Split. Den fahre ich jetzt natürlich hier nicht, weil ich ja auch öfter mal ein bisschen Rest haben möchte. Damit ich auch mal den Urlaub genieße, die 2 Wochen jetzt in der Prep. Ne? Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Haut rein. So Leute, für mich geht es jetzt ins Gym. Ich stehe gerade hier vor meinem Moped. Ja. Da geht's lang. Vorne eine kurze Flasche Wasser kaufen und dann sehen wir uns gleich im Naihan Gym. Dort trainiere ich Brust, Schultern, also Push, ein bisschen Trizeps oder Pull. Muss ich mal schauen, auf wie ich Bock habe, wie das mit Felix nochmal passt. Ich habe nämlich richtig Muskelkater im Bein und jetzt nochmal Rücken zu trainieren, hätte ich eigentlich gar keinen Bock wegen der Stabilität. Aber mal schauen. So, meine Lieben, angekommen im Gym. Ich habe jetzt noch mein Pre-Workout. Natürlich von HPN. Heute haben wir drin 3D-Pump, Insanity. Das war's auch. Ich habe eigentlich auch nur Insanity, 3D-Pump, Cluster Dextrin und ERAs mitgenommen. Das ist essentiell für mich immer, während dem Training und vor dem Training versorgt zu sein. Alles andere habe ich mir halt abgepackt in Kapselform. Als Pulverform leider nichts mehr, also kein Peak-Performance oder sowas. Ein bisschen schade, aber mein Koffer war eh schon zu voll beladen. Ich musste schon mein Rice Meal da lassen, beziehungsweise meine Reisflocken, die mir das alles nochmal um einiges erleichtert hätten und die ich viel lieber gegessen hätte als den scheiß Reis hier so trocken. Ja, jetzt baller ich mir jetzt noch meinen Pre-Shake rein und dann gehen wir rein ins Gym. Links ist ein Bereich mit Maschinen und rechts ist der Eingang. Pre-Workout getrunken. Jetzt geht's auf an die erste Maschine. Isolateral Chest heißt die. So Underhand. Kennt ihr bestimmt. Von Dolly im Frühjahr ist aber so 2 in 1 mit Incline Chest Press mit der Underhand-Variante. Die wollen wir jetzt mal weg. Ich habe mich gerade 3 Sätze warm gemacht. 2 Scheiben pro Seite. Jetzt auch eine 3. Scheibe drauf. Mal gucken, wie sich das heute anfühlt. Ja, schauen, ob ich irgendwo die Kamera hinstellen kann. Wenn nicht, habt ihr Pech. Ist ein Vlog und kein Trainingsvideo. Aber vielleicht kann ich noch ein paar Eindrücke irgendwie einfangen hier. Dann auf geht's.
im Hotel angekommen, gerade kurz noch was gegessen, also ich habe gerade mein Post-Workout gegessen. Jetzt ab zum Buddha, da fahren wir eine halbe Stunde hin, vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zu zweit auf dem Mofa sind. Und ja, das ist der größte Buddha in Phuket, glaube ich. Nehmen wir euch jetzt mit und dann schauen wir, wie es gleich weitergeht. Mal schauen, wie das gleich hier aussieht. Eine Bestrafung, hier hochzugehen, vor allem nach dem Beintraining vorgestern. Ja, ein bisschen was anderes als nur Sport und Bodybuilding. Sieht echt mega aus. Boah, ich glaube, das ist hier sowas wie Schlösser, die es in Deutschland gibt. So lange ich tue am Telefon. Ich glaube, danach kann ich eine Insta-Programm machen. Das sind hier die Gefangenschaft, die in Gefangenschaft leben. Schon wieder dunkel. Wir haben gerade was gegessen. Also ich habe ein Mehl gegessen. Frauchen hier hat was anderes gegessen. Und wir waren gerade bei der Massage. Man kann da nicht filmen, es ist zu dunkel. Und Privatsphäre, laufen auch andere Leute rum und so. Und in der Kabine, wenn die zugezogen wird, sieht man eh nichts. Aber die Dame, die das heute gemacht hat, also nicht beim letzten Mal, heute war die Besitzerin dran. Boah, der hat es mir richtig gegeben. Aber nicht so wie ihr denkt, sondern ich habe Muskelkater im oberen Rückenbereich, aber komplett. Die hat sich so Maß genommen, die hat komplett gespürt, wo welche Verklebungen sind. Hat sich den draufgestellt mit den Zehenspitzen oder mit dem dicken Zeh reingedrückt. Mit dem ganzen Gewicht. Ich habe nur noch gebetet, wann das aufhört. Aber es war geil. Ich habe auch gesagt, dass sie weitermachen soll. Beine gingen dann nicht mehr so, weil ich noch Muskelkater drin hatte. Und ja, jetzt gehen wir hier zurück. Da ist gerade eine lustige Story passiert, noch mit Polizisten, die angehalten haben. Tatsächlich auf Instagram. Wenn ich das jetzt hier erzähle, ist es nicht lustig. Und bei Instagram kann ich was dazu schreiben. Vielleicht nur ganz kurz angeschnitten, die haben mich angehalten. Dachten, ja, jetzt holen wir mal einen raus da, der hat vielleicht Drogen dabei. Dann bin ich abgestiegen und hast so deren Fresse gesehen, wie auf einmal die Kinnlade runtergefallen ist, als ich vor denen stand. Zwei so dünne Bullen, die auf einer 125er, also zwei drauf sitzen, wie solche kleinen Gaylords mit einer Zahnspange. Und nachdem die gecheckt haben, da ist nichts mit Drogen bei mir, wollten die meine Muskeln sehen und hatten da einen, hat mein T-Shirt hochgezogen, meinen Bauch angefasst. Was haben die noch gemacht? Die mich abonniert auf YouTube. Ja, die abonnieren jetzt mal. Also die sehen vielleicht das Video jetzt gerade hier. War ganz lustig. Ja, jetzt esse ich gerade jetzt hier noch und dann geht's auch ab ins Bett. Deswegen sage ich jetzt schon mal gute Nacht. Hinten mache ich gleich Netflix an. Dann geht's schlafen. Morgen früh wieder zum Cardio. Und dann sehen wir uns wieder. Ich roll euch erstmal 30 Minuten Cardio weg. Und dann gehe ich kurz alleine frühstücken. Dann ist so das Frühstück zweimal, einmal als Meal 1 und als Pre-Meal. Dann nehme ich nur Reis und packe meinen Whey dazu. Das war's dann. Genau. Bei mir gibt es wie immer meine Overnight Oats hier. Die wiege ich nicht ab, die mache ich so nach Auge. Das sind Haferflocken, haben 60 Gramm Kohlenhydrat. Ich habe 120 am Morgen. Das ist 150 sein, wenn überhaupt. Dazu ein bisschen Obst, also ich bin unter der Grenze von meinen maximal Kohlenhydraten. Ist auch in Ordnung so. Ich bin damit satt und esse dann auch nicht mehr, da ich das nicht hundertprozentig tracke. Passt das auch so. Ich habe meinen Reis reduziert. Das heißt, ich esse jetzt auch nicht mehr pro Mahlzeit irgendwie 300 Gramm gekochten Reis, sondern noch 200. Das kam mir ein bisschen zu viel vor. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das hier richtig gewogen haben oder ich habe da kein Vertrauen zu, dass sie das hier richtig angegangen sind. Das hört sich zwar komisch an, aber da bin ich so. Ich habe hier meine Solarwaage dabei.
Die habe ich damals in Prag, nee, in Tschechien gekauft irgendwo. Die ist echt geil. Und hier habe ich meinen Whey von HPN. Und jetzt wiege ich gleich meinen Reis ab. Hier habe ich schon 70 Gramm Whey drin. Und dann, ja, futter ich jetzt mal eine Runde. So wie gerade schon gezeigt, haben wir jetzt hier 350 Gramm gekochten Reis. Als Pre. Ein bisschen Ananas dazu. Hier wie immer mega, mega gesund. Hier meine, mein Intra-Workout drin, EAAs und Cluster. Und hier mein 6 Liter Bottich voll mit Water. A bottle of water. Ja. Der ist leer. Klappt mal weg. Later, please. Perfekter Zeitpunkt. Room Service kam gerade. Und jetzt, heute trainieren wir Brust, Schultern. Da ballen wir jetzt 3D-Pump rein. Einmal die Waage an. Nur 15 Gramm heute, nicht nur 10. Sind wir uns immer nur 10 Gramm. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr. Danach direkt ein Dropset auf 6-8 Wiederholung. Und danach, also nach der 6-8 Wiederholung, einmal noch hochwuppen und dann in der statischen, oben angespannten Position halten. Mein Trainer mag sowas. Ich mach's, was er mir sagt. Auch wenn Domit sagen würde, dass es nicht geht. Ich mach's gerne. Ich habe gerade noch FSC-7-Satz gemacht am Kabelzug. Und ich habe gerade noch jemanden getroffen, den kennt man. Der liebt hier. Der Felix. Das geht ab für deinen YouTube-Kanal. Hier unten einblenden, Klotz 34, ne? Ja, Mann, 3-4 für Kassel. Ach so. Der liebe Felix, das ist eine Oldschool-Gangster, ja? Oldschool-Gangster? Ja, so 3-4 mit Postleitzahl und so. Ja, ich... Ja, Mann, das ist für deinen YouTube-Channel, richtig? Ja, genau. Geil. Da freue ich mich natürlich, hier zu sein. Ich hoffe, dass... Ich wollte mich offiziell bei dir bedanken. Wofür denn? Für deine ganze Hilfe. Der Felix, der hilft mir nämlich die ganze Zeit. Das ist in der Prep. Hat letztes Mal alles gewonnen in seiner Klasse, ne? Richtig? Ja. Außer dem Gesamtsieger haben wir schon geredet. Ja. kein Thema für ihr, aber ja. Ich habe letzte Woche oder anderthalb Wochen her, habe ich hier bei 2 Wettkämpfen, also Regional war morgens quasi, ja. Pro Qualifier war nachmittags, beides war meine Klasse, ja. Gewonnen, ja. Zufrieden bin ich trotzdem nicht. Ja. Aber, er ist ein richtiger Bodybuilder. Also nicht so ein Schwachmat, der sich dann hinstellt und sagt, boah, ich bin der Geilste, ich hab alles gewonnen. Sondern du wolltest den Gesamtsieg eigentlich haben. Ja, das ist so das Einzige. Also ich bin auch von mir enttäuscht, sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, in 2,5 Wochen, nächster Wettkampf, sogar hier, ein Heimspiel auf Phuket, ja. NPC-Show. Und da heißt es dann wieder angreifen. Und zu deinem Dank, ja, nicht zu danken, Mann, ey. Ich freue mich immer, wenn Leute, gleichgesinnte Menschen, gleichbehinderte Menschen, gleichbehinderte Menschen mich hier mehr oder weniger besuchen. Ich meine, du machst deinen Urlaub hier, aber trotzdem ist es ja trotzdem so, dass wir hier ein bisschen Zeit zusammen haben. Moment, also Felix hat mir zu dem Hotel geraten, er hat mir Motorbikes klar gemacht, er hat mir das Gym hier komplett for free klar gemacht. Nochmal hier Naihan Gym einblenden für die Leute. Du hast mir Restaurants genannt, Massagestudios genannt, Friseur. Ich war beim Friseur, da wo er mich hingeschickt hat. Also ich Meal Prep ist mir alles. Also ich glaube von A bis Z. Ja, aber das ist für mich, also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Für viele aber nicht. Ja. Und es ist auch so, du hilfst gerne, obwohl ich dir gar nicht helfen kann aktuell. Warum soll? Also, weißt du, was ich meine? Guck mal, das hat aber was damit zu tun, so mit meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung. Ich brauche nicht
dir was Gutes zu tun mit der Erwartung, dass ich was Gutes tue. Ich genauso. Das ist so diese Bedingungslosigkeit, weißt du? Ich freue mich, genauso. Du kommst hierher. Ich freue mich, wenn du zufrieden bist, wenn du einen schönen Urlaub hast. Dankeschön. Wenn ich dir das erleichtern kann. Guck mal, du bist auch auf Prep, darf man nicht vergessen. Aber zu Beginn noch, deswegen. Ja, aber ist ja egal. Du brauchst deine Meals, du brauchst... Guck mal, umso einfacher ich es für dich machen kann, umso schöner ist es. Also, das gibt mir so ein Wohlbefinden, weißt du? Weil ich ja weiß, wie es sich selber anfühlt. Und wenn ich irgendwo hinkommen würde, würde ich mir das irgendwo wünschen, dass ich nicht erst suchen muss. Es wäre nett. So, dass ich nicht erst irgendwas suchen muss, sondern jemand hätte vielleicht, den ich was fragen kann und so. Und ich meine, für mich war es jetzt kein Aufwand, dir irgendwas zu empfehlen oder so. Weißt du, ich habe dadurch keine negativen Aspekte gehabt. Wir sind gerade bei Makro, es ist schon wieder dunkel, seht ihr, ich war vorhin im Gym mit dem lieben Felix, mein SD-Karte war voll. Ich war noch kurz mein Postmeal essen, noch kurz gepostet für meinen Coach. Keine Änderung, passt so weiter also in der Form. Wir sind ab nächste Woche wieder zu Hause, sind 12 Wochen out. Wir sind hier am Marinehafen, der war uns glaube ich so hier. Und wir haben heute eine Reise gebucht nach Phi Phi Island. So eine Lagune haben wir noch gebucht, besuchen wir auch noch. Also echt ganz cool. Schnorcheln, Schwimmen, Sightseeing. Das steht auf dem Plan. Hab verstanden. Nicht im Stehen pinkeln oder in die Dings gehen, in die Kabine. Denn als Mann trifft man dann das Loch nicht. So, meine Lieben, angekommen, Phi Phi Island. Schau mal, wie schön das ist. Klar, mega überlaufen. Also ein Tobi auch. Wie sieht's hier aus? Runter von Phi Phi Island auf Phi Phi Don. Tag. Und ich konnte eben gerade nichts aufnehmen, wie es kotzübel geworden, Alter. Ich war ein bisschen schnorcheln, da wurde mir auch übel im Wasser. Ich bin das nicht so gewohnt. Dann mit diesem Boot, mit diesem Katamaran, wie das Ding heißt. Auch nicht so geil gewesen, aber schaut euch mal an, das war auf jeden Fall wert. Da kennt einfach einer. Nicht zu nah den Affen zu nahe kommen, weil sonst klauen die, beißen die und die sind nicht so freundlich. Ich höre gerade, dass sie Suppe machen aus dem Spucke von dem Vogel. Jetzt sind wir hier gerade in der Viking Cave und hier haben angeblich früher mal vor 350 Jahren welche gelebt, also irgendwelche Menschen. Und es ist so, dass die hier die Spucke sammeln von den Vögeln. Ein Kilo kostet bis zu 75.000 Tacken. Und das isst man dann hier als Spezialität. Wir sind jetzt hier in Maya Bay. Und das sieht so künstlich hier alles aus. Da ist so eine Anlegestelle künstlich gebaut. Dort der einzige Weg auf die Insel. Das war's jetzt mit der Maya Beach, im Besuch hier. Jetzt geht's weiter runter Richtung Katamarana, wie auch immer das Ding heißt. Heißt das so? Schreibt mal in den Kommentaren, was das so heißt. Keine Ahnung, wer bis hierhin geguckt hat. Wir warten schon auf uns. Wir gehen jetzt runter. Und dann geht's ab. Einen wunderschönen guten Morgen. Was ist denn heute? Tag 6, glaube ich. Tag 7. Ich glaube Tag 6. Im Frühstück sind wir eine Runde spazieren. Ein bisschen verdauen. Denn ich musste relativ schnell wieder essen, weil ich ja schneller ins Gym möchte. Damit der Tag nicht so verloren ist in Anführungsstrichen. Ich will auch ein bisschen was genießen hier. Sehr, sehr fetten Gorilla. Hier sind wir im SKL-Gym heute. Die Strecke.
Beuger sitzen, Beuger liegen. Ich kenne den Hersteller gar nicht, ist eine Pendulum, wie eine einzelne Leg Press und wie eine Hex Squat mit verstellbarer Fußplatte. Das ist schon mal geil. Ein kleiner Tipp von mir für die Leute, die in Phuket sind, näher Hawaii oder Katar oder sowas und gut essen wollen. The Corner Hut heißt das Restaurant hier. Ihr habt hier zum Beispiel Nudeln mit Hähnchen. Thank you very much. Thank you. Habt ihr zum Beispiel für 80 Baht, das sind 2 Euro umgerechnet. 2,10 Euro oder 20 oder so. Und schmeckt mega, mega lecker. Also es gibt auch ganz viele andere Sachen hier. Die machen euch das auch hier clean. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich will nur gegrilltes oder gebratenes Hühnchen mit Gemüse haben, machen die auch gerne. Hat natürlich ein bisschen mehr Fett, weil die braten das ja hier alles. Aber wenn man denen sagt, hier machen wir bitte weniger und so, die gehen ja auf die Wünsche auch ein, sprechen auch Englisch. Ich filme heute nichts mehr. Wir haben heute auch nichts gemacht, außer nur noch gegessen und am Pool gesessen. Morgen geht's ins Gym abends, nehme ich euch dann mit nach Patong. Ja, ich mache jetzt gerade die erste Übung. Das habe ich mal gleich, aber schon Einsatz beim Beinbeuger aufgewärmt. Ich muss sagen, ich dachte, ich habe schon die behindertsten Adduktoren gesehen, Adduktormaschinen, aber diese Marke hier ist ziemlich die größte Schrott, die ich in meinem Leben gesehen habe, wirklich. Trainingspartner, den ich heute kennengelernt habe. What is your Instagram name? Ghostman824. Ghostman? Ghostman824. Ah, okay, hier ist er. Ja, Ghostman. Er hat auch dicke Quads und er trainiert auch Beine heute. Quads with the gods. Ja. Yeah. Und er wird mir jetzt hier beim nächsten Satz helfen. Deswegen stelle ich die Kamera mal auf und dann schauen wir mal, wie der Satz reingeht. Wir sind auf den Entschluss gekommen, nach Patong zu fahren. Und so sieht es hier aus. Und so schön Gras kaufen wir hier. Schön Gras kaufen. Und kiffen? Ascha? Kiffen, kiffen? Wir sind jetzt hier auf einem Kaffee und einem Eimer Whisky mit Cola. Cola Zero? Nein. Zero, Zero. Cola Zero. Immer so eine alten Dame, die einem noch Nüsse andrehen wollen. Für 100 Baht, also für 2,50 Euro. Aber eben gerade haben die 50 Baht gekostet bei einer anderen Dame. Wir haben hier auch einen sehr hübschen Herrn, der wie eine Frau ist und der alle hier einlädt. Der sieht männlich aus als ich. Und wenn man hier an der Seite sitzt, da wird man halt auch immer angesprochen. Ne? Das ist so das Ding, dass man halt irgendwas kauft. Aber wir wollten ja uns mal hier so hinsetzen, deswegen passt das schon. Und wir hauen hier gleich ab. Wir müssen nämlich morgen früh in den Flieger. Ich frage mich, hat sie den Eimer geschafft oder der Eimer sie? Nächster Teil dann, Special Tour nach. Seht ihr dann.
bleibt dran, bis zum Teil 3, auf Wiedersehen. Denkt dran, Code Mike bei HPM, bei BioWell, Code Magic und bei Climax, Code Magic15. Vielen Dank für die Unterstützung, für alle, die bis hierhin geguckt haben. Und wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video.